Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Redemption hier bei The Center. Und wo ist er? Ah, scheiße, Kacke an. Kann ich irgendwo schlafen? Da wird mir ein Haus angezeigt. Warte mal, wie weit ist denn jetzt weg? Nee, da laufe ich nicht hin. Dann muss ich eventuell doch was anderes finden. Hier komme ich nicht rüber. Hier komme ich auch nicht rüber. Aber hier komme ich rüber. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Background-Keller. Aha. Oh, warte mal, das ist hier ein Gefängnis. Oder was? Ist das hier das örtliche Gefängnis? Aber dann muss es ja noch irgendwo noch eine Etage tiefer gehen. Irgendwo muss das Gefängnis ja einen Eingang haben. Oder ist sie hier? Tatsache. Die haben auch Wachen, zwei Stück. Naja. Hoffen wir, dass wir da nicht drin landen. War ich überhaupt schon mal im Gefängnis? In diesem Spiel? Glaube. Oh, guck mal, hier haben wir, können wir sogar ein Haus kaufen, Mensch. Wenn wir die Kohle haben. Ist zwar fett demoliert, keine Ahnung, warum man das noch verkauft. Das muss doch auch bedrückend sein, sag mal. Wir haben ja auch Sommer, klar. Aber jeden Tag 30 Grad zu haben hier in der Wüste oder noch mehr, 35 Grad. Und dabei noch laufen, kämpfen und was weiß ich nicht alles. Das stelle ich mir scheiße vor. Maricón, me das asco. Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. ¿Qué diablos es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que ese bruja que me traiste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God. And they turned their back on him.
Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. Is she only a tyrant? That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now, you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. Ich glaube, das wäre wirklich sinnvoll, wenn man sich mal so eine Sprach-App runterlädt, Bubble oder sowas. Und dann versucht man, Mexikanisch zu lernen. Und nach einer Woche lernen, wäre es doch mal interessant, ob man dann einigermaßen versteht, was sie da sabbeln. Also wirklich intensivem Lernen, sag ich mal, nicht nur so 10 Minuten, wow, ich bin kurz auf Klo, auf Scheiß aus und hab nichts zu tun, deswegen muss ich mal ein bisschen, ne? Sondern richtig sagen, jetzt so wird gelernt und entweder lerne ich oder ich lerne nicht, aber ich probiere es zu lernen. So, versteht ihr, wie ich meine? Klar, klingt das nach einer Woche nicht besser wie mein Englisch? Auf keinen Fall. Aber dann kann man die Grundbegriffe und von denen leitet sich dann eventuell was ab. Ich glaube, wenn du verstehst, was sie sabbeln, dann ist das doch noch ein bisschen interessanter. Versteht ihr, was ich meine? So ist jedenfalls meine Vorstellung. Aber mal gucken. Vielleicht spiele ich es ja privat dann nochmal irgendwann in 2-3 Jahren durch. Kurz vor dem Release von Red Dead 6. Red Dead 6, alles klar. Von GTA 6, wobei GTA 6 soll ja im Winter nächstes Jahr released werden. Soweit ich weiß, war glaube ich November. Nee, da kann aber auch sein, dass sie mich absolut täuschen. November 2025. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Ja, wollen wir mal, wa? Aua, aua, aua. Wir haben den ersten Toten zu verzeichnen. Und der ist direkt neben mir gestorben. Jetzt habe ich meinen Revolver.
Hab ich alle? Aber ich bin durchlöchert. Wir haben auf jeden Fall Verlust erlitten. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? John, you're helping Mexico. Vámonos, muchachos. Buen trabajo. Yo me quedo aquí para vigilar el gringo, capitán. Eigentlich sollte ich die jetzt abknallen, allein dafür, was sie den Frauen jetzt antun. Ich meine, die haben nur wirklich weder Waffen gehabt, noch auf uns geschossen, noch können die irgendwas dafür, sag ich mal. Ich würde nicht mal sagen, dass es Mittäter sind. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Als wenn das Waren wären. Sorry, Mister. Drecksau. I'd advise you to hold still, partner. Ich verliere Ehre dafür. Ist das euer Ernst? Ja, ey. Alles klar. Ist ein bisschen lächerlich, dass ich dafür Ehre verliere, so wie der hier redet. Klar, er hat ja noch nichts gemacht, aber ob das wirklich die richtige Art und Weise ist. Ich meine, was wir jetzt machen, nur um Javier Escuela zu retten. Klar, wir haben eine Frau zu verlieren und einen Sohn. Aber dafür drei andere Frauen zu verschenken, ja, im Endeffekt, du verschenkst Menschenleben. Mr. Marston, ride with us. We've been betrayed. What's happened? If there's no time, ride with us. Then we'll find the man you seek. Come! There's a convoy waiting for us. Come, we must hurry. Wir wurden verraten, ne? Los rebeldes tienen una fortaleza ahora. ¿A dónde vamos a parar? Abraham Reyes tiene un verdadero ejército. Dicen que hay cientos de hombres apostados a Torquemada. Creo que somos muy pocos. Cállense la boca, idiotas. Son campesinos nada más. Y todos se van a morir hoy. Captain Espinosa already has men there. We must get to him before he tries anything stupid. Okay, also geht's jetzt um einen Angriff, oder wie? Marston, wake up. We're almost there. Alter Schwede, Junge. Die hat's ja mal komplett aus den Socken gehauen. Ich sag mal, die, die uns so angreifen, die sollen ja auch ihre Strafe bekommen. Ich weiß nicht. Ich fühlt sich komisch an jetzt. Die ganze Situation.
glaube, Brandon Ricketts fände das nicht so toll, wenn diese Frauen verschenkt werden. Follow me. We will lead the wagon here. ¿Dónde están nosotros que necesitamos? ¡Nos van a masacrar con estos pocos! Rebeldes que tú y tus hombres se habían encargado, nos atacaron. Ten cuidado con ese tono de voz. Master, come on. Ignore the stupid. Shut your mouth, office boy. Gringo, take that sniper rifle over there. We have men as well. Junge, wieso darf der mit seinem Dude so reden? Das verstehe ich nicht. Die Santa ist doch höher gesetzt, oder nicht? Na komm. Ja, fall runter. Junge, ist das hier eine Blockade oder? Sichere das Tal. Kommen wir nicht gerade aus dem Tal? Oh oh. Mal halt. Na, der geht auch vor, wenn du diesen Angriff führst. Wo ist die Santa? Aha. Das ist noch ein Anführer, der wenigstens vorläuft. Junge, wie weit trifft er mit seinem ollen Revolver? Den hätte ich nicht mal gesehen. Warum ist der Dicke so schnell? Alter, die hauen wir aber gut in die Flucht. Die werden voll überrannt. Das ist ein Gegenangriff, ein sogenannter Gegenangriff. Keine Verteidigung, sondern ein richtiger Gegenangriff. Erst saßen wir in der Klemme, dann kam die Verstärkung und jetzt werden sie zurückgedrängt.
brauche nicht mal Deckung. Oh, warte mal, hier kann ich ja. Alter, ist das krass. La victoria es nuestra, soldado. Ustedes son todos héroes. Die Regierung hat eindeutig die Oberhand über diese blöden Rebellen. Amigo, amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. My man and I will finish our business here, and we can talk back at Escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! So wie die eine Frau, die gerade erschossen wurde. Gut, da habe ich dann kein Mitleid. Die hatte jetzt eine Waffe gehabt, die hat mit auf uns erschossen. Aber die reden schon ziemlich ungehobelt über Frauen. Als wären die überhaupt nichts wert. Und das ist so nicht richtig. Aber die bezahlen gut, das muss man denen lassen. Natürlich ist Geld nicht alles, aber das ist schon viel. Aber ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, ein Däumchen, ein Abo und dann bis zum nächsten Mal.